Das britische Königshaus liebt Traditionen. Dadurch entstehen viele Regeln, an die sich die Royals halten müssen. Hier sind die wichtigsten davon. Wenn man zur britischen Königsfamilie gehören will, sollte man als Frau den perfekten Duchess Slant drauf haben. Das ist eine bestimmte Art zu sitzen, bei der man die Beine nicht übereinander schlägt, sondern sie in Höhe der Knöchel überkreuzt. Dabei lehnt man sich noch ein klein wenig zur Seite und schon hat man den royalen Sitz gemeistert. Eine weitere Regel betrifft die Reihenfolge, in der sich die britischen Royals bei Events aufstellen. Dies kann man besonders auf dem Balkon des Buckingham-Palasts sehen. Geordnet nach ihrem Rang stellen sie sich bei Events auf. Die Queen zentral in der Mitte, um sie herum Prinz Charles mit seiner Frau Camilla, William und Kate und weitere Kinder der Queen. Alle anderen Royals nehmen eine Position am äußeren Rand des Balkons oder in zweiter Reihe ein. Royale Benimmregeln sind vor allem dann wichtig, wenn man auf die Queen trifft. Besonders bei einem Essen mit Königin Elisabeth II. Ist viel zu beachten. Zum Beispiel darf man nur so lange essen, wie die Queen isst. Sobald sie den letzten Bissen zu sich genommen hat, müssen auch die anderen ihr Besteck beiseite legen. Außerdem gibt es bei einem royalen Dinner eine Reihenfolge der Gesprächspartner der Queen. Während des ersten Gangs unterhält sie sich mit der Person rechts von ihr, beim nächsten Gang mit ihrem linken Sitznachbarn. Ach ja, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr mal auf die Queen trefft, dreht ihr niemals den Rücken zu. Das gilt bei den Briten als ausgesprochen unhöflich. Kommen wir am Schluss zu einer etwas kuriosen Regel des Königshauses. Die britischen Royals dürfen kein Monopoly spielen. Als Prinz Andrew 2008 eine Ausgabe des berühmten Brettspiels geschenkt bekam, verriet er, dass es vermieden wird, im Palast Monopoly zu spielen. Das Spiel verleitet zu einem krassen Wettkampf, der am Ende bösartig enden könnte. Allerdings scheint das wohl nur in Anwesenheit der Queen zu gelten. Prinz William verriet bereits, dass er gerne zu Hause mit seinen Kindern das Brettspiel spielt.